Restless Leg. Okay, wie viel haben wir? 12.450, das ist echt nicht schlecht. List, Flaschenbrecher aus der... Funktioniert nicht bei allen Angriffen. Ist, glaube ich, Flaschen haben wir immer, ne? Wäre vielleicht nicht verkehrt. Deine Schritte verursachen noch weniger Geräusche für 3,5. Das ist geil. Rotes Gel haben wir nicht. Haben wir doch. Haben wir doch. Viel, sehr viel langsamer. 7000. Das sind wir dann bei 10,5. Das braucht 5. Du kannst Schleichangriffe aus der Deckung um eine Ecke herum ausführen. Ich habe noch nicht so viele Ecken gesehen. Du bewegst dich schneller in geduckter Haltung. Das hätte ich gerne. Kann ich das machen? Weil das brauche ich auch. Jawohl. Und jetzt haben wir noch... Ach, schade. Flasche. Um eine Ecke herum. 3,5. Noch weniger Geräusche. Komm, nehmen wir das. Damit bin ich eigentlich ziemlich zufrieden. Speichert. Wir gehen jetzt aber nochmal... Ne, wir speichern... Miau. Hast du was? Nö, ne? Sonst ist ja auch nichts. Oder er spawnt hier vielleicht auch nützliche Ausrüstung. Das wäre geil. Aber nein. Nix dergleichen. Speichern einfach mal hier. Kladderadatsch. Gesaved. Und... Miau. Tschüsschen. Bis später. Okay. Das heißt, jetzt können wir loslegen. Wir haben... Explosivbolzen. Das ist natürlich... Nice. Bolzentyp. Ich hab doch... Hab ich nicht gerade? Ach, da muss ich E drücken. Okay. Finde den Eingang zum Mark im nördlichen Unterschlupf, um zum Rathaus zu gelangen. Wir checken die Karte. Ach du Heilige. Tja. Was ist denn hier? Teile fürs Präzisionsgewehr, das sollten wir uns aber auch holen, oder? Schießpulver. Das werden wir brauchen. Und wo geht denn die Straße dahin? Wir sind von der gekommen, oder? Sollen wir da mal... Ach nee, da ist doch die Straße kaputt. Da, siehst du? Kaputt. Weg. Einfach weg. Noch nicht mal kaputt. Weg. Was haben wir gekriegt? Schießpulver. Cool. Okay. Das sieht schon cool aus. Komm ich da hin? Lass mich ausprobieren. Warte mal, was ist da? Katzenhaar an der Maus. Geräusche hier. Das ist die Kirche. Machen wir die Taschenfunzel aus, damit uns nicht alles auf 3 Kilometer entdeckt hier. Computer mag Waffenarsenal. Computer, Eingang zu dem Markt, das Betrieb. Das, mein Gott, Stammel.
Wir gehen weiter. Jetzt können wir auch mal diesen Waldweg hier lang. Waren wir da schon? Glaube nicht, oder? Oh. Da hinten ist was. Heiliger Scheiß, das hängt im Baum. Bäh. Voll. Ach, wir haben die Axt noch. Kommen wir jetzt hinter dem Vieh irgendwie vielleicht weiter? Da ist es. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wo bin ich hier überhaupt? Da, da waren wir noch nicht. Es hängt Scheiße im Baum. Wie kommt die denn da hin? Die ist runtergefallen, weißt du doch. Was hier los ist? Oh, was ist das denn? Kann ich das entschärfen? Das kann ich nicht entschärfen, oder? Ich vergesse immer, E zu drücken. Bringt gar nichts, oder? Was passiert denn da? Haben wir einen angelockt eigentlich? Nö. Das ist doch ein Zünddraht. Soll ich da mal durchlaufen? Ist das eine Sprengfalle? Ich sehe hier nichts, was in die Luft fliegen könnte. Einfach durchgehen, wird schon nichts passieren. Meinst du? Mach das. Ach, hier ist noch zu. Wahrscheinlich kommen wir dann da außen rum. Ich gehe hier nicht durch. Also nicht außenrum, sondern innenrum. Aber wahrscheinlich erst mit einem Schlüssel. So, und jetzt, pass mal auf. Ne, nicht Flasche. Auch nicht Dingens. Ich will... Du Heilige, was denn für eine Party, aber echt, ne? Wie soll ich denn damit zielen, bitteschön? Einfach geradeaus, wa? Sollte da nicht irgendwie, so ein. Dingens kommen. So eins.
Okay, was sucht uns jetzt? Das sucht uns. Uns, nur dich, was? Das sucht euch genauso. Mitgefangen, mitgehangen. Mit diesem Bolzen wechseln ist ein bisschen lästig. Ich würde die echt gerne schneller wechseln können. So, naja, okay. Hinter dir, aber weit hinter dir. Na, es hat uns gefunden. So ist es ja nicht. Es hat uns schon gefunden. Ich kenne sie nicht mal her im Rechner. Guck mal, da ist ein Mann im Rechner. Das sind Leichen aus Stahl hier. Die haben das alles überlebt. Nur die Viecher nicht. Okay, wir können mal gucken, ob hier hinten vielleicht eine Leiter nach oben führt. Aber nein. Ja, aber nein, aber ja, aber nein. Wir haben wieder ein... Akte Nummer 15. Gespräch mit Detective Sebastian Castellanos. Detective, erzählen Sie mir von dem Tag in der Beacon Nervenklinik. Ich habe das alles doch schon 10-mal erzählt. Gehen wir es noch einmal durch. Das ist ja mehr ein Verhör als ein Gespräch. Bitte, Detective. Akte Nummer 15. Gespräch mit... Okay. Ein neues Signal. Aber wir gehen ja auch in neue Gebiete. Waren wir hier schon? Hier ist doch irgendwo was zum Abspielen. Hinter uns. Warte mal. Ja, sobald ich G drücke, um den wegzustecken, geht der nicht mehr, der G. Punkt. So. KCPD, Anfrage für psychiatrisches Gutachten, Datum 17. November 2014, Detective Sergeant Castellanos. Nach den Ereignissen in der Beacon Nervenklinik im Oktober 2014 sind Sie laut Abteilungsrichtlinien dazu verpflichtet, sich einer psychologischen Beurteilung zu unterziehen. Bitte melden Sie sich bei der Abteilung für Ausbildung und Standards, um einen Termin für die Beurteilung Ihrer Einsatzeignung festzulegen. Dwayne Wright, Polizeipsychologischer Dienst, handschriftliche Notiz. Sebastian, keine Sorge, machen Sie einfach ein paar Häkchen und beantworten Sie ein paar Fragen. Standard Vorgehensweise. Jim. Er will ihn wegstecken. Wo zum Teufel kommt die denn her? Tja, gute Frage. Ist hier was drin? Ist hier was drin vom lieben Jim? Nein. Oh. Für die Frage stelle ich mir jetzt nicht auf, wenn ich die Tür aufmache. Warum ist der Fernseher jetzt an?
Akte Nummer 15. Gespräch mit Detective Sebastian Castellanos. Detective, erzählen Sie mir von dem Tag in der Beacon Nervenklinik. Ich habe das alles doch schon 10-mal erzählt. Gehen wir es noch einmal durch. Das ist ja mehr ein Verhör als ein Gespräch. Bitte, Detective. Ja. Das bin ich. Sieht das schon wieder alles anders aus hier? Warum sieht das jetzt so aus? Wo sind wir jetzt? Was ist das denn schon wieder? Oh. Informationen, 13 von 14. Psychiatrisches Gutachten, oberer Teil, Akte 15, psychiatrisches Gutachten von Detective Sebastian Castellanos. Während er von allen Vorwürfen im Zusammenhang mit dem Verschwinden von Detective Oda und Junior Detective Kidman freigesprochen wurde, sind Detective Castellanos Aussagen zum Vorfall in der Beacon-Nervenklinik vage und ausweichend. Anfangs wollte Detective Castellanos nicht mit einem Psychiater reden, erzählte aber nach und nach, was an dem Tag passiert ist. Meiner Expertenmeinung nach leidet er unter paranoiden Wahnvorstellungen. Durch den kürzlichen Tod seiner Tochter und die Geschehnisse in Beacon hat er den Bezug zur Realität verloren. Meiner Empfehlung nach sollte Detective Castellanos, die untere Hälfte des Blattes ist abgerissen. Das war die Therapie, zu der sie mich geschickt hatten.